Hallo, ihr Tanzverrückten! Habt ihr vielleicht den Tanztag hier gesehen? Naja, also nächsten Samstag, da starten doch unsere neuen Tanzalarmfolgen. Und da darf unser pelziger Freund auf gar keinen Fall fehlen. Tanztapir! Naja, eigentlich geht es ja auch gar nicht um den Tanztapir, sondern um Hanna, Käthe, Larissa und Luna. Unsere vier Tanzalarm-Kids. Seit 2017 rocken sie den Tanzalarm. Mit Tanztapir und mir. Aber leider heißt es Abschied nehmen, denn ab nächste Woche gibt es neue Tanzalarm-Kids. Aber kein Grund, um traurig zu sein, sondern das wollen wir feiern. Und wie feiert man am besten? Richtig, mit Musik. Und deshalb haben wir Hanna, Luna, Käthe und Larissa gefragt, welches ihre liebsten Tanzalarm-Songs als Tanzalarm-Kids waren. Und diesen hier fanden alle besonders cool. Lächel mal! Sag mal Tschüss! Hier hat man ordentlich eins ausgewischt. Voll crazy diese Welt. Autsch. Den Tag hast du dir eigentlich ganz anders vorgestellt. Wie du da in der Patsche sitzt, das sieht zum Heulen aus. Ach Mann, komm, lass den Kopf nicht hängen. Zusammen holen wir dich da raus. Hier ein Tipp, so kommst du gut drauf. Sag mal Cheese. Und heißt Käse. Cheese heißt auch noch, zeig mal deine Zähne. Wenn am Morgen schon das Brötchen auf die Butterseite fällt, Äpfelklauen rauskommen, weil der Hund vom Nachbarn bellt. Luna Hauser latschen muss, weil der Bus heute ewig braucht. Und sich der Regen überrascht und dir die Föhnfrisur versaut. Verdammt, wie seh ich aus? Sag mal Cheese. Cheese. Ich weiß noch, das war eine von den ersten Folgen von den vier Mädels und die waren damals so schüchtern und waren total aufgeregt. Aber das hat sich ganz schnell gelegt. Bei unserem nächsten Song gab es jedenfalls ein ganz kleines Missverständnis zwischen uns. Ich habe die Mädels gefragt, welchen Tanzalarm-Song sie denn so am tollsten fanden. Und die, hä? Und ich so, naja, welchen Song fandet ihr am tollsten? Ihren Slang kann ich nicht fassen. Nächste Deutschschule schauen, Kauderwelsch im Pausenraum. Soll das eine neue Sprache sein? Krieg's nicht in meinen Schädel rein. Was die wollen, muss ich nicht kapieren. Die sollen sich erstmal neu sortieren. Und jetzt zu Haus noch meine Eltern. Ich komme in einer anderen Welt an. Ey, die sprechen doch Chinesisch. Aber meinen Polynesisch. Hä? Du riesengroße Fragezeichen.
weit und breit keine Spur vom Tanztapir. Na, ich möchte nicht wissen, in was für ein Schlamassel Tanztapir und Bürger die Kids da gebracht haben. Beim letzten Dreh ist sowieso so einiges schiefgelaufen. Naja, also eigentlich sollte die Sonne scheinen, es hat total geschneit. Aber das hat die Kids überhaupt nicht von der Rolle gebracht. Sie waren durch und durch Profis. Die machen ihr Ding, auch wenn alles um sie herum Kopf steht. So wie auch bei dem letzten Song, den sie sich gewünscht haben. Ich hab ein Schwein als Haustier und das mag ich wirklich sehr. Das durft mal mit in Urlaub zu dem schönen Strand am Meer. Dort sprang es in das Wasser und fand das ganz wunderbar. Auch irgendwie verständlich, weil es ja ein Meerschwein war. Mein Hund ist was Besonderes, denn er ist ein Labrador. Er arbeitet als Physiker in einem Großlabor. Und schon seit vielen Jahren sitzt er an dem Experiment, wie man als Hund den eigenen Hundeschwanz. Meine Mamba, die tanzt Samba und wir schlängeln alle mit. Mein Flamingo tanzt Flamenco, ey, was für ein wilder Ritt. Ich hab da so ein Haustier und das ist Auto und fährt überall hin mit. Doch manchmal wird's ihm übel von dem ganzen Rumgewackel, weil sein Kopf ständig herumhüpft. Ach, mein armer Wackeldackel. Mein Kater kann Karate und ein bisschen Taekwondo. Und kriegt er nicht zu fressen, ja, dann ist er gar nicht froh. Dann springt er blitzschnell wie ein Ninja auf den großen Tisch und von dort aus zum Kühlschrank und klaut eine Packung Fisch. Meine Mann werde ich die ganze Woche wieder nicht aus meinen Ohren bekommen. Mir hat es jedenfalls immer Spaß gemacht, mit Hanna, Luna, Larissa und Käthe den Tanzalarm zu rocken. Und ihr müsst auch nicht allzu traurig sein, ihr werdet sie bestimmt immer mal wieder beim Tanzalarm sehen. Ihr wisst ja, immer samstags um 10.35 Uhr hier bei Kika. Und nicht vergessen, ab nächster Woche gibt es dann die neuen Folgen mit den neuen Tanzalarm-Kids. Und wer neugierig ist, schaut doch schon mal nach bei tanzalarm.de. Da gibt es vielleicht schon ein bisschen was zu sehen. Oh, habt ihr das gehört? Das war doch der Tanztapir. Also ich muss jedenfalls jetzt mal los. Macht's gut, bis bald, ciao, ciao. So.